Oh, jetzt habe ich Ton. Nochmal. Huhu, da draußen. Hier ist der Koali und wir spielen Vampire the Masquerade V20. Und ja, ich spiele nicht alleine, sondern ich spiele wie immer mit vier hervorragenden, reizenden und den äußerst hübschen Leuten. Den hübschesten Menschen auf dem Nordpol. Mit dem Mischka zum Beispiel, der Jonathan Bauer spielt. Herzlich willkommen in der Runde. Hi, gut zusammen. Und Leopardin 202 als Melina Farinadis. Farinadis. Die ist gemutet. Immer noch gemutet. Haben wir heute keinen Ton? Das ist schlecht. Arbeite da mal dran. So, wir haben hier aber noch Sere als Emma Williams. Hallo. Und wie immer, ohne Bild, aber dafür mit umso besserem Ton, Joe als William Andrews. Hallo. Oh. Ja, sehr schön. Ja, wir spielen eine Runde V20, wie gesagt, und wir haben uns heute vor dem Vorfeld, deswegen haben wir auch ein bisschen Verspätung, ein paar Gedanken gemacht um unsere Spielrunde und um die Ereignisse, die in der Welt von Vampire the Masquerade irgendwie anstehen in naher Zukunft. Denn es soll ja eine neue Edition erscheinen mit der 5. Edition von Vampire the Masquerade. Und da gab es auf der RPC, die war ja letzte Woche, einen Test-Shot, so ein bisschen so Sneak Peek, ja, für die ersten Alpha-Regeln von V5. Und da war der Umbreon zum Beispiel aus dem Nordpol, war da zugegen und hat da ein bisschen mitgezockt und hat ein bisschen was erzählt. Ich war leider persönlich nicht da. Und deswegen hat ein bisschen was erzählt über die neuen Blutregeln. Und die fand ich so cool, dass ich gedacht habe, sowas Ähnliches baue ich doch mal als Hausregeln jetzt hier mal ein und teste das mal, wie sich das anfühlt. Weil auf dem Papier und von der Erzählung her klang das richtig cool. Das trägt nämlich dazu bei, dass meine Spieler ein bisschen mehr auf den Aspekt des Vampirs eingehen müssen und nicht nur irgendwie Menschen mit Superkräften spielen, mehr oder weniger, die ein bisschen vampirisch angehaucht sind und zu Vampir-Clans gehören und sonst irgendwas, sondern dass sie immer noch ein inneres Tier in sich tragen, was nach Blut dürstet. Und ja, diesen Aspekt ein bisschen zu reizen, gibt es anscheinend in der nächsten Edition von Vampire, gibt es eine Regel, die sogenannten Blutchips. Und ja, jeder Spieler hat immer mindestens einen dieser Blutchips parat. Und durch Einsatz von Vampirkräften oder durch hohen Blutverlust oder sonstige Dinge, die Blut kosten, ja, werden die Blutchips erhöht. Und was machen die Blutchips? Die Blutchips sorgen dafür, dass wenn man eine Probe würfelt, man sich einen Würfel dieser Probe raussucht für jeden Blutchip. Wir haben, weil wir hier mit Discord würfeln, gedacht, immer der erste Würfel. Die jeweils ersten Würfel sind immer die Blutwürfel, sozusagen. Und wenn dieser Würfel eine 1 zeigt, dann bricht das innere Tier des Vampirs heraus. Und der Vampir kann es noch zurückdrängen, wenn er einen Willenskraftpunkt ausgibt, um das innere Tier zu bezwingen. Und ja, wenn man Blut trinkt, natürlich kann man auch diese Chips wieder abbauen. Allerdings einen hat man immer, es sei denn, man tötet Menschen, also trinkt sie komplett leer. Dann hat man für den Rest des Tages Ruhe vor dem Tier. Was allerdings dazu führt, dass man seine Menschlichkeit etwas, naja, nach unten korrigieren muss. Weil man tötet ja wissentlich und willentlich und mit vollem Verstand, um das Tier zu befriedigen, Menschen. Kann sein, dass Vampire das tun. Wir werden erleben, ob das die Spieler dann auch irgendwann mal notgedrungen irgendwie machen müssen, weil sie in Situationen sind, in denen es die Sache erfordert. Interessant wird die ganze Sache auch noch mit William, der ja immer noch nicht davon überzeugt ist, dass er Vampir ist. Aber ja, es
dürfte interessant werden und wir haben uns mal gedacht, wir testen das Ganze mal, ob das irgendwie sich scheiße anfühlt, wenn man es spielt. Und wenn es Kacke ist, dann lassen wir es wieder sein. Aber jetzt für das Erste halten wir es doch mal so, dass wir das probieren heute. Und vielleicht auch die nächsten paar Runden. So. Und wir haben auch einen Resümator für heute, den Jonathan Bauer, der in seinen Tremere-Chroniken niedergeschrieben hat, was beim letzten Mal passiert ist. Ja, das ist korrekt. Ich führe wissenschaftliches Tagebuch über alle meine Forschungen und nebenbei auch eine Art Kommunikations- oder Interaktionstagebuch mit anderen Menschen, um daraus für die Zukunft lernen zu können. Und ja, wir begannen das letzte Mal, dass wir besprochen haben, wie wir denn zu dem Prinzen nach Chicago wollten, weil wir jetzt derzeit, also gerade jetzt, in Cary sind. Und wir einigten uns darauf, dass wir zum Carsharing Point wollten, dort aber am sehr frühen Morgen ankamen und was total überraschend quasi kam. Und uns dann umentschieden, diesen Tag noch zu verschlafen und dann nächsten Abend oder frühen nächsten Abend Richtung Chicago zu fahren, um den Prinzen zu treffen. Wobei der Mr. Andrews dann bei mir in meinem Studierzimmer schlief und Miss Williams zu Miss Fernandes ist. Ja, dann sind wir nach Chicago reingefahren, ohne eine Idee zu haben, wo denn der Prinz genau beheimatet ist. Die Idee mit einer Google-Suche von mir wurde irgendwie ignoriert. Aber dann ist der Frau Williams eingefallen, dass es eine Tanzlokalität gäbe, wo man nach Vampiren fragen könnte. Und der hieß der Succubus Club. Aus irgendeinem Grund meinte mein Gefolgschaft, dass ich mit meiner Kleidung ein Problem hätte, dort reinzukommen, was für mich total unerklärlich ist, weil sind alle sauber, frisch gewachsen mit Bienenwachs und ja. Aber tatsächlich hatte der Mann an der Tür, der sich Türsteher nennt, wirklich etwas dagegen. Und sie konnten ihn aber überzeugen. Und er sagte, ich sollte mir andere Kleidung für das nächste Mal oder bessere Kleidung zulegen. Da fragte ich ihn, ob aus einem anderen Leder oder wie er das meinte. Und er sagte, ich sollte die Damen fragen. Und das werde ich bei Gelegenheit tun. Ja, im Zykoplus Club drin ist dann Frau Williams ein vom Besitzer gekennzeichnetes Schild, wo privat drauf stand, nicht beachtend und uns darauf noch auffordern, dieses nicht zu beachten, in diesen Privatbereich gegangen, wo wir dann von einer Security-Person angesprochen haben, die Miss Williams mit ja, ihrer Präsenz, körperlich sowie als auch vampirisch geistig, beeindruckt hat. Und ja, der aber dann nicht wusste, wo es zu diesem Prinzen ging. Aber ein weiterer Herr mit einer Glatze auf der Tanzfläche fiel uns ins Auge und den hat dann der Herr Andrews angesprochen. Und der hat von einem Vampir-Treffpunkt auch einer anderen Lokalität, der es zum Glück wohl keine Türsteher und keine Kleiderordnung gibt, erfahren, die sich die Cave nennt. Und in dieser Cave angekommen haben wir zum einen, fand zum einen Miss Williams die ambiente Beleuchtung so faszinierend, dass sie für mehrere Minuten geistig von dannen schritt. Wir aber auf dem Tisch eine Zeitung gefunden haben, in der der schreibende Redakteur beschrieb, dass irgendwo ein menschengroßes, blutleeres Tier gefunden wurde. Das wohl aber wirklich eine Zeitung ist, die eher in ja, Klatschpresse bis hin zu, ja, Spinner ist ein Wort, das ich nicht gern gebrauche, aber in diese Richtung tendiert. Dann kam wohl der Besitzer des Caves, dieser Lokalität zu uns, der sich mit Horace vorstellte. Und ob der Präsenz von Mr. Williams und seiner Bekanntheit und Horaces Zuneigung zu dem Wrestling-Geschäft, dem Mr. Andrews nachgeht,
einen Termin bei dem Prinzen für uns gemacht hat. Und zwar wurde uns gesagt, dass der Prinz sich im Field Museum befindet, wo wir dann auch auf den Weg hin waren. Eintrag Ende. Ja, sehr schön. So ungefähr. Ich habe mal kurz ergänzt hier in Twitch eure Blutpunkte, habe ich mir mal notiert. Also eure Blutchips quasi. Momentan starten wir mit jedem einen. Und ja, hoffentlich vergesse ich das nicht, die zu aktualisieren. Aber wie gesagt, ihr achtet auch noch ein bisschen drauf. Ihr seid immer noch in dieser Bar. Glaube ich, ne? Oder hattet ihr schon auf dem Weg gemacht Richtung Museum? Meine schon, dass wir da im Auto zu hinten saßen, wenn ich Okay. das. Dann sitzt ihr im Auto und seid auf dem Weg zu diesem Museum. Und ja, wer von euch kommt aus Chicago? Direkt? Ich auch aus hier. Ich. Ja, sagen wir alle, oder? Ich glaube alle, ja. Ja, dann wisst ihr, dass das so eine Art Naturkundemuseum ist, also wo es halt auch jede Menge, ja, halt vom Dinosaurier-Skelett ausgehend bis über indianische Kultur alles Mögliche anzusehen gibt. Und dass es eigentlich feste Öffnungszeiten hat. Und ja, seid ihr jetzt schon eine ganze Ecke unterwegs und wir haben es jetzt ungefähr ja, kurz vor 3 Uhr nachts. Ich hoffe, dass dort der Eingang noch offen ist, immerhin 3 Uhr nachts. Ich denke, wir haben einen Termin. Ah, ja, stimmt, ja, ich vergaß. Ich war wieder beim Museum. Da gibt es eine wunderschöne Indianer-Ausstellung und auch einen kleinen Teil ägyptisch. Also, wenn wir noch Zeit hätten, würde ich mir dort gerne etwas anschauen. Also, die Indianer waren dafür bekannt, dass sie sehr spirituell bis hin zu spiritistisch veranlagt waren, was für meine Forschung nicht unabträchlich wäre. Ja, ich glaube, für William ist eher das McDonald's, was es da im Naturkundemuseum gibt, eher interessant. Also wirklich. Ich meine, ja, ab und zu gucke ich mir auch ein Dinosaurier-Skelett an, aber nur, um zu erforschen, wie man es am besten auf den Rücken drehen kann. Ja, weil man muss covern. Man muss immer covern. Das ist ganz wichtig. Aber wir können wirklich. Wie wäre es denn, wenn wir zu den McDonald's fahren? Ich meine, hier, guck mal, halt mal. Hallo, wer fährt denn? Wer fährt das Ding? Ja, wer Hallo? fährt? Also Siri ist ja auf dem Beifahrersitz natürlich, ne? Ja, Ich glaube, ich, Melina hat immer ja. noch keinen Ton. Es wäre schlecht, wenn sie jetzt komplett keinen Ton. Auch nicht mehr genau, wer gefahren ist. Sag noch mal was? Nein. Hallo, geht's jetzt? Ah, jetzt geht's. Jetzt, ja. Ah, jetzt kommt was. Yay! Ich habe den Knopf an meinem Kopfhörer gefunden, mit dem ich das anscheinend auch stumm schalten und anschalten kann. Yay! Ja. man sollte sich mit seiner Technik auskennen. Fährst Du du? wolltest mich doch nicht etwa mit den Kerlen allein lassen, oder? Ja, ich fahre wohl, kein Problem. Hey, Melina, hallo, hallo, Melina, hallo, hallo, halt mal an, ich hab Hunger, hallo, ich hab Hunger, ich möchte einen Burger, halt mal, hier, guck mal, McDonald's, Im halt doch, Museum mach gibt es doch einen mal, McDonald's. im Museum, ja, dann fahr schneller, dann fahr schneller, wenn im Museum das McDonald's ist, fahr jetzt schneller. Ja, ich fahre so, dass wir nicht auffallen. Halte mich an die Geschwindigkeitsbegrenzung und so. Also ich weiß ja nicht, aber ich glaube, die Chicagoer Polizei, das fällt eher auf, wenn du jetzt hier die ganze Zeit
genau nach Geschwindigkeit fährst. Ja, hier fährt keiner genau nach Geschwindigkeit. Also, oh, Jonathan, Jonathan, sag doch auch mal was. Also, ich habe mich mit meinem Renault Twizy immer an die Vorschriften gehalten. Ich wollte ja nicht von der Polizei Ärger bekommen. Also, jetzt. Oh. Man wird sowieso schon des Öfteren angehalten wegen ausländisches Fahrzeug und was ist denn mit der amerikanischen Automobilindustrie und ich habe, ja, das reicht mir. Ja, trotzdem Dank ist ja der neue Präsident dafür bekannt, dass er die Deutschen erstmal mit seinem, der Automobilindustrie erstmal einen mitgibt. Ne? Ja. Klar. Ja. Ihr fahrt noch eine Weile und wie gesagt, ja, ungefähr 3:10 kommt ihr am Museum dann an. Und ja, das Museum ist geschlossen, zumindest sieht es außen aus, kein Licht brennt. Der Hahn kräht. Das ist schlecht. Das ist schlecht, wenn der Hahn kräht, ja. Ich würde ja mal vorschlagen, zum Mitarbeitereingang zu gehen, wenn es hier sowas gibt. Das ist eine gute Idee, Miss Williams. Oh, okay. Wartet. Kurz, Siri möchte aussteigen. Wartet. Kommt doch, ja, doch keine Beine. Da. Na und? Trotzdem möchte sie aussteigen. Mit Ihnen dann, Mr. Andrews. Ja, natürlich mit mir. Ah, ich auch ja, aussteigen. Das hatten Sie vorhin nicht gesagt. Ja, aber das ist doch logisch. Ist doch normaler Menschenverstand. Gerade bei dem Wort logisch zieht sich beide Augenbrauen hoch. Ja. Nein. Wie dem auch sei. Und jetzt Beilung. Ich habe immer noch Hunger. Ich möchte jetzt so einen richtig fetten McChicken. Also ich bezweifle ja, wenn das Museum da gerade hat, dass der Burgerladen dann auch hat. Berechtigter Einwand. Nein, auf gar keinen Fall. Der hat auf. Dann müssen wir nachsehen, Herr Andrews. Ja, genau. Das sage ich doch. Hallo, Melina, kommst du? Oh, die ist immer so lahmarschig. Melina, komm! Warum muss ich denn jetzt mit dir einen Burger kaufen gehen? Wir versuchen doch hier reinzukommen. Ja, das McDonald's ist, ich weiß gar nicht, wie es in Amerika ist, aber eigentlich ist es 24/7, eigentlich müsste es auf sein in Amerika und hat seinen separaten Eingang. Was ist natürlich auch verbunden mit der Lobby des Museums, aber schließt dann halt, sobald das Museum schließt, halt diese Tür und ja, es hat aber einen separaten Eingang. Also ihr könntet da jetzt reingehen und dem William was zu essen holen. Ja, damit er Ruhe gibt, wäre ich dafür, ihm was zu essen zu holen. Sehr gute Idee. Das ist sehr vernünftig. Na gut, dann kann ich mir wenigstens einen Kaffee holen. Ja. Können Kaffee trinken? Natürlich. Oh, dann gut. Ja, und das Restaurant ist sehr schlecht besucht um diese Uhrzeit. Ja, irgendwie ein Teenager, also vielleicht sind sie nicht mehr Teenager, aber sehen noch relativ jung aus. So ein Pärchen sitzt da gerade und isst noch was. Vielleicht kommen die gerade aus der Disco oder so. Aber ansonsten ist der Laden bis auf das Verkaufspersonal komplett leer. Ja, und das Restaurant betretet, schwingt dem William schon dieser Duft von Pommes entgegen. Pommes. Lecker Pommes. Jonathan, was möchtest du denn? Vielleicht Milchshake? Ich habe
Gefrühstückt, dankeschön. Gefrühstückt. Hast du mal auf die Uhr geguckt? Es ist Frühstück. Jetzt ist Mittagsessenzeit. Spätstück. Ja, und in 2 Stunden ist Abendbrotzeit. Okay, ich bringe dir einfach Milchshake mit. Melina, warte, du siehst, na klar, du, nein, auf jeden Fall Barbecue-Burger. Ja. Emma sollte nichts essen. Die wird nur fett. Das wollen wir. Ein Kaffee wäre nett. Ein Kaffee. Das kriege ich hin. Schwarz. Wie meine Seele, bitte. Okay. Nun. Hallo. Was hat der für ein Namensschild? Guten Abend, wie können wir Ihnen helfen? Hat der ein Namensschild? Das ist der Tim. Tim, pass auf. Hallo. Hier, pass auf. Ich brauche einen Kaffee, Schwatt, ja? Tim, wie die Seele so. von der da hinten, ja? Dann ein Barbecue-Burger für die junge Dame da links und ein Milchshake. Schokolade oder Erdbeere, Jonathan? Jonathan. Mir gleich, ich werde ihn nicht trinken. Okay, ein Mix aus Schokolade und aus Schokolade und Erdbeere, bitte. Und bitte 2 McChickenburger und Pommes. Pommes sind gut. Pommes. Wenn Sie das als Menü nehmen, wird es günstiger. Sehe ich so aus? Sehe ich? Guck mich an. Sehe ich so aus, als wenn ich... Hallo? Sehe ich so aus, als wenn ich ein Menü... Nein, mache ich... Wie auch immer Sie wollen, Sir. Ja, genau. Also geh und mach. Er ist relativ fix und reicht dir dann deine Bestellung sehr schnell herüber. Ja, macht dann $16. Ja, Moment. Ich guck mal in meine Brieftasche. Hole die $16 raus und lege sie auf den Tisch. $16 und 3 Cent. Der Rest ist für Sie. Vielen Dank, Sir. Sehr gern. Weil Mortifer Morse, Mortifer Morse, hier, das bin ich. Ich meine, klar, kennst mich ja, Tim. Ich bin ja Wrestling Champion of the World. Ja. Ich bin auf jeden Fall nicht geizig und deswegen. Aber nicht alles auf einmal ausgeben und gut sparen, ja? Alles klar. Eines Tages. Guten Appetit. Auch mal groß. Vielen Dank. Ja, ich gehe zu den anderen und reiche jedem sein Zeugs dahin. Mhm. Setze mich dann auf die Bank und klopp mir die Pommes hinter. Okay. Dann mümmelt er an den Pommes. Okay, alles klar. Ja. Lass meinen Becher vor mir unbeachtet auf dem Tisch stehen. Melina? Ich rühre meinen Burger auch nicht an. Also wirklich, Leute. Was ist los mit euch? Das schmeckt voll lecker aus dem Wald. Naja, teuer war es nicht. Aber ey, das schmeckt gut. Sag mal. Ich glaube, die haben sich mal einen Darm eingefangen. Okay. Na gut. Also, ansonsten, wenn du das nicht trinkst, dann nehme ich das. Bitte. Zieh den Milchshake rüber. Trinkt den Milchshake. Ja. Kein Problem. Wirst du dich jetzt vollschlagen mit leckerem McDonald's essen und trinken? Mm. Ja. Was machen die anderen, während er da so schön vor sich hin isst? Ich trinke meinen Kaffee. Du wolltest auch essen als Vorteil, ne? Ja. Ja. Man wird ja wahrscheinlich aber trotzdem durch die Eingangstür irgendwie in die Lobby reingucken können davon. Ja, genau, kannst du machen. Das ist so, die haben zwei große Glastüren, die da reinführen. Und die Lobby ist so halb erleuchtet. So ein paar Spots sind halt auf verschiedenen, also in der Mitte steht so ein angedeutetes Dinosaurier-Skelett. So ein T-Rex irgendwie, der so angestrahlt wird. Das kannst du auch von draußen irgendwie durch die Türen, kann durch die offiziellen Eingangstüren kann man das auch sehen, wenn man da durch die Tür guckt. Und ansonsten sind die
die Bereiche für die ja, für die Eintrittskarten und so, wo die Gästeschlangen dann stehen, beleuchtet. Man sieht irgendwie, dass da zwei Treppen nach oben führen und so, und die verschiedenen Türen zu den verschiedenen Flügeln des Museums kann man auch erkennen. Konnte man vom Gebäude draußen ja schon sehen, das ist relativ groß, also das Museum. Also wo müssen wir denn jetzt hin, Leute? Ich meine, wir sind ja jetzt nicht hier hingefallen, um nur bei Meckes zu essen. Ich meine, ich kann ja mal meinen Freund Timmy fragen, ob der nicht einen Schlüssel für die Tür hat. Der hat doch bestimmt einen Schlüssel für die Tür. Dann ja, können wir durch die Tür da reingehen. Tun Sie sich keinen Zwang an, Mr. Andrews. Okay. Timmy! Hey, Timmy! Sir? Pass mal auf, du hast doch einen Schlüssel, ne? Also du weißt ja, was ein Schlüssel ist, oder? Ja. Du weißt doch sicher. Gut, wunderbar. Der Schlüssel für diese Tür, da, den benötige ich mal bitte. Sir, die dürfen wir nicht aufmachen, wenn das Museum geschlossen hat. Pass mal auf. Wenn die Tür aufmacht, dann ist das Museum ja nicht geschlossen, sondern auf. Ja? Ich meine, ist ja logisch. Ich meine, dann ist ja eine Tür auf. Verstehe ich schon, Sir, aber das dürfen wir trotzdem nicht. Pass mal auf. Ganz ruhig. Ganz. Was? Siri? Ja? Nein? Nein. Ist jetzt gut. Herr Bauer. Ja, Mr. Andrews. Holen Sie mal den Schlüssel bitte. Vom Schlüsselhaken. Schau mich um, sehe ich irgendwo Schlüssel am Schlüsselhaken? Nein. Ich sehe keinen Schlüsselhaken, und selbst wenn das der Schlüssel wäre, des McDonalds zum Museum wäre Eigentum des McDonalds. Ich bin kein McDonalds-Mitarbeiter, also ist er nicht mein Eigentum. Okay. Einen Moment. Ich nehme einen Strohhalm, gehe zu Jonathan Bauer, lege den Strohhalm auf die linke Schulter. Hiermit! Auf die rechte Schulter schlage ich dich! Nehme das Ohr zum McDonalds-Mitarbeiter. Jetzt kannst du. Dann mangelt es aber immer noch der Tatsache, dass es kein Schlüsselhaken zu sehen ist. Naja, hier vorne nicht. Du musst ja auch nach hinten gehen. Da wo du bist eh auf der falschen Seite, weil du bist ja jetzt Mitarbeiter. Du musst hinter auf die andere Seite des Tresens. Du guckst in seiner Kleidung runter, guckst die Kleidung von dem Mitarbeiter an. Dafür bin ich im Moment falsch gekleidet. Naja, in der Umkleide sind bestimmt noch Hemden. Bei aller Liebe, Mr. Andrews, ich werde nicht die Tracht eines McDonalds-Mitarbeiters anziehen. Das ist nicht mein Stil. Und ich pflege meinen Stil. Den Stil des Sadomaso-Liebhabers? Entschuldigung, warum? Mit der Uniform von denen würde auf alle Fälle leichter in die Clubs reinkommen. Ich gucke total entgeistert. Jetzt macht sich doch mal hier jemand nützlich. Ich meine, ich kann ja jetzt nicht alles machen. Wir wollten doch zum Mitarbeitereingang, oder habe ich das falsch verstanden? Ich gehe mal hüftschwingend auf Timmy zu. Und wie kann ich Ihnen helfen? Was darf sein? Meine Präsenz. Oh ja, Präsenz, sehr schön. Das muss ich ja deinen Blutchip erhöhen. Ja. Da freut sich der Meister. Könntest du bitte mal sagen, ob was ich würfeln muss? Ja, Moment, da muss ich erst mein Regelwerk aufmachen. Bestimmt Manipulation und Präsenz. Stimmt. Oder Charisma könnte auch sein. Moment. Vampire. Sowas ist übrigens auch mal gut, wenn man sich das als Spieler selber auch aufschreibt. Dann muss man nicht mehr lange suchen. Präsenz. Da ist es. Präsenz 2 oder Präsenz 1 oder was möchtest du machen?
Ich glaube, 3 war doch... Entzücken ist 3, genau. Ja. Manipuliert die Gefühle und bringt sie dazu, aus freien Stücken zu dienen. Genau. Ein Blutpunkt und würfelt auf Erscheinungsbild und Empathie. Und der Schwierigkeitsgrad ist der gegenwärtige Willenskraft des Ziels. Die wäre 5. Alles klärchen. Wie geht das denn? Moment. Wieso kann ich denn 9 Erfolge haben, wenn ich nur 7 Würfel gewürfelt habe? Du hast 7d10 gewürfelt. Ah, du hast die alte die neue WOD genommen, dann explodieren die Zehner. Ja, finde ich gut. Also wenn neu, dann richtig. Wir nehmen einfach mal schon im Ausrufezeichen. Wir nehmen einfach mal die ersten 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das heißt, es sind 7 Erfolge. Und ja, die ersten beiden Würfel werden ja betroffen. Die beiden, das wären die Blutwürfel gewesen. Kein Tier kommt durch. Und 2. Weil du 2 Chips 2. hast. Und ab 2 Chips fängt es schon an, schwieriger zu werden. Mit jedem Chip ein Würfel. Okay. Also so 5 Chips sind die ersten 5 Würfel deiner Probe, also quasi alle. Okay. Genau. Und halt immer nur auf die 1 dann, ne? Ja. Genau. Und ja. Der Typ guckt dich ein bisschen mit 7 Erfolgen übrigens, hast du den jetzt ein Jahr an der Backe. Ja, der guckt dich so total treu doof verliebt an und sagt, ah ja, wie kann ich Ihnen helfen? Miss? Ich würde so gerne noch ins Museum. Leider bin ich zu spät angekommen. Kannst du da nicht was machen, Schätzchen? Und guckt so ein bisschen traurig. Das ich darf keinen reinlassen. Ich kann ja mal mit dem Manager reden. Ach, der muss das doch nicht wissen. Nur du und ich. Und wir beide ganz alleine. Ja. Okay, versuch mal den Schlüssel zu kriegen. Und der verschwindet irgendwo hinten im Mitarbeiterraum. Ich will warten. Ja, kommt dann irgendwann mit so einem Schlüsselbund wieder, schließt die Tür auf. Nur wir beide. Super, du bist der Beste. Und ja. Führt dich dann rein und macht hinter euch die Tür wieder zu. Nicht, was ist, wenn ein Feuer ausbricht und wir fliehen müssen? Aber dann nachher... Weiß doch keiner, dass die Tür auf ist. Ja, aber das haben die anderen doch gesehen. Ach, die werden sich an dir stark und manche nicht vorbeitrauen. Ach komm, für mich. Ich hab sonst Angst. Oh, das will ich nicht. ja. Gut. Was willst du denn angucken? Ich meine, ich kann ja nicht lange von der Kasse wegbleiben. Dann bleiben wir hier in der Nähe. Sag mal, Süßer, trinkst du eigentlich gern Kaffee? Nee, ich bin eher so der Teetrinker. Schade. Wieso? Aber sie würde sich trotzdem mal zu ihm rüberbeugen und, erst so ein bisschen mit der Zunge über seinen Hals fahren und dann hopp. Und wirst zubeißen. Ja. Gut, dann trinke sie wie viel Blut? Ich möchte schon, dass er so ein bisschen benebelt ist, aber das wäre ja bei 2 Blutpunkten, ne? Ja, ich denke schon.
Ja, dann würde ich halt die zwei Blutpunkte trinken, also so diesen normalen, sodass er dann einfach so ein bisschen ist und ja, leichter. Dizzy, Genau. Ist noch nicht ganz weggetreten, guckt dich einfach nur noch treu doof verliebt an. Genau. Hi. Und dann würde ich den anderen winken, dass sie kommen können. Wir müssen aber jetzt wieder rausgehen. Ja, gleich. Und arbeiten. Ich habe ja noch nichts gesehen. Geh doch schon mal vor. Ich stelle auch nichts an. Du kennst mich doch. Ja, ich kenne dich doch. Habe ich deine Nummer eigentlich schon? Na klar. Die habe ich dir schon längst zugesteckt, mein Süßer. Ah, ja. Aber ich habe gar keine Hosen und Taschen an meiner Uniform. Du wirst es schon finden, glaub's mir. Oh. Ja. Was machen die anderen und sie sich da vergnügt mit dem armen Tim? Ja, wenn sie da winkt, hingehen. Ja, genau. Ich beobachte das erstmal ganz interessiert und frage mich, ob das Teil der Herausforderung ist, den Prinzen zu treffen, dass man sich erstmal beweisen muss und irgendwelche Hürden überstehen muss, um da überhaupt mal hinzukommen, weil mir das so langsam eigentlich ein bisschen zu bunt wird, die Scheiße hier. Naja, ihr wolltet ja unbedingt durch das McDonald's reingehen. Ja. Nee, das wollte ich nicht unbedingt, aber diese ganze Schnitzeljagd durch die Stadt nervt mich jetzt. Tja. Ja gut, dann seid ihr jetzt zumindest im Museum drin. Aber jetzt, wo genau im Museum der Prinz ist, wisst ihr jetzt immer noch nicht. Jonathan, du kennst dich doch hier aus, oder? Ich war schon einige Male hier und ich kann mich auch erinnern, dass Horace sagte, dass der Prinz irgendeine Art Ausstellung hier machen will. Weiß ich nicht, ob gerade irgendwo, da stehen irgendwo Plakate, gerade neue... Ja, es ist gerade es gibt keine Körperwelten, aber gerade eine neue Ausstellung von Ausgrabungen von besonders seltenen Gesteinsarten und so Gems halt, ne? Also so Edelsteine und sowas. Ich stell mich neben dieses Plakat. Die geologische Ausstellung. Ich stell mich neben das Plakat, nimm meinen Sinn ab, ich präsentiere Gem Collection. Ja. Das ist wieder auf. Na dann. Keine Widerworte heißt Zustimmung. Ja, dann geht ihr, es ist inzwischen kurz nach drei schon, dann Richtung der Ausstellung, die merkwürdigerweise beleuchtet ist. Also nicht vollständig beleuchtet wahrscheinlich, aber zumindest die Ausstellungsstücke sind so einzeln angeleuchtet. Alle schon. Und tatsächlich befindet sich hier eine Person, die gerade vor einer Vitrine mit äußerst seltenen Rubinen steht. Hallo. Hallo. Ja, ich geh näher. Bleibt mit dem Rücken zu euch stehen. Tag. Wir sind eingeladen. Also, sind wir doch, oder? Ich guck mich um. Wer seid ihr denn? Das ist Siri. ja, ich stell dich zuerst vor. Oh, immer im Mittelpunkt stehen, immer, ja. Nein, geh weg. Okay, bis später. Wer sind Sie denn? Nun, ich bin, glaube ich, der, den ihr sucht. Okay. Wer, hallo? Ich dachte, es war umgekehrt. Ja, er dreht sich so langsam um und betrachtet euch dann maßgebend
Wenn ihr in den Twitch-Dingens reinguckt, könnt ihr sehen, wie er aussieht. Und ja, betrachtet euch so ein bisschen so abcheckend so von oben nach unten. Und ihr seid also die Neuen. Also, ehrlich gesagt, bin ich gar nicht so neu. Also ich meine, ich bin ja schon über 30. Also bin ich nicht neu. Nun, man hat mir angetragen, dass ihr eine Nachricht für mich habt. Das ist korrekt, vom Prinzen von Gary. Ich würde die Nachricht ihm rüberreichen und ihn dabei mustern. Er kneift so ein bisschen die Augen so zusammen, als du Prinz von Gary erwähnst, und nimmt dann den Briefumschlag von Emma entgegen, macht ihn so auf, liest, schmunzelt dann ein wenig. Er denkt also immer noch, dass er etwas Besseres wäre, als er eigentlich ist. Das denken viele. Nun dann, schön euch kennenzulernen. Darf ich um eure Namen bitten? Ich dachte, die wären bekannt. Schließlich wurde eindeutig nach uns verlangt. Und ich weiß ja nicht, wer ist, aber ich schätze, wer von euch gehört zu Haus und Clan? Zieh meinen Zylinder ab, heb die Hand. Dann seid ihr bestimmt der Anführer dieser kleinen Gruppe. Bestimmt. Das sollte ich aufgrund welches Umstandes sein? Und ihr seid ein Tremere mehr. Ja. Ja. Tremere sind Anführer. Ich dachte, wir wären Wissenschaftler oder Gelehrte oder sowas. Naja, ich habe gehört hier, dass sonst kein Venture in eurer kleinen Gruppe ist. Also muss der Tremere der Anführer sein, natürlich. Oh, das war mir nicht bekannt. Das war wahrscheinlich keinem von uns bekannt. Aber naja, wir sind ja auch neu. Wer führt euch denn dann? Jeder führt sich selbst. Nein. Also, verdammt. Also, ehrlich gesagt werden wir angeführt von Siri. Siri führt uns an. Sie ist klein, handlich und trägt immer das kurze Schwarze. Ja, genau. Also, und dann? Ist Siri. Also bitte. Ich bin entsetzt. Ich bin wirklich. Melina, sag ihm mal bitte, wer Siri ist. Also, sag ihm mal bitte. Sein Telefon. Ich bin da auch noch nicht so ganz hinter. Hi, Lina Farinadis. Ja, genau. Also genau genommen ist das hier Siri. Siri sagt guten Tag. Siri ist still. Sehr nett von dir. Also, du bist unhöflich. Jetzt sag doch mal bitte. Ich habe echt die Diskussion sowas von satt. Das ist unendlich. Ich bin so müde, mit dir ständig zu diskutieren. Also, wenn du so weitermachst, dann stecke ich dich zu Jonathan in die Tasche. Das hast du dann davon. Und ja. Guckt so Melina an. Maika Viana. Ja. Nein. Wer oder was ist ein Malt?
Kaviana. Ich bin Mortifer Morse, Wrestling Champion of the World. Wie man an meinem Gürtel erkennen kann. Da, da, um meine Hüften. World Championship Gürtel. Ja? Er schüttelt so ein bisschen mit dem Kopf. Wie dem auch sein. Wir haben Geschäftliches zu erledigen. Der Prinz würde gerne von euch erfahren, wie es um Gary bestellt ist. Entschuldigung, Sie sind gar nicht der Prinz? Oder sprechen Sie nur von sich in der dritten Person? Macht das einen Unterschied? Ja, weil wir sollen uns dem Prinzen persönlich vorstellen und wenn wir das nicht tun, sind wir gegen diese Regel. Also erfüllen wir diese Regel nicht und Sie sind auf der sicheren Seite, Mr. Bauer war es, Mr. Bauer? Korrekt, Dr. Jonathan Bauer, richtig. Dr. Bauer. Ja. Sie sprechen mit dem, den Sie suchen. Ah! Also sprechen Sie doch von sich in der dritten Person. Also, das ist vollkommen in Ordnung. Als Prinz darf man das ja, euer Hoheit. Spätestens da würde ich kichern. Ich würde übrigens kurz nochmal andeuten für die Leute, die zuhören und im Discord sind, bitte haltet euch aus dem Runden raus, hier aus dem runden Text-Channel. Der ist für meine Spieler gedacht und nicht für Kommentare. Dafür könnt ihr hier auf Twitch in die Kommentare schreiben. Danke. Wie steht es um Gary? Wie geht es meinem alten Freund? Hat er das nicht in seinen Brief reingeschrieben? Ich meine, wir sind die Neuen, deswegen sind wir ja hier irgendwie, ne? Was jetzt genau in Gary abgeht, haben wir auch noch nicht so richtig durchschaut. Ah, ihr wisst also gar nichts, was in Gary so abgeht. Nee. Wer sind denn eure Erzeuger? Kennt man die? Uns wurde jetzt ehrlich gesagt nicht gesagt, dass wir alle unsere Wesenszüge und Geschichten offenlegen müssen. Und soweit ich weiß... Meint ihr nicht, der Prinz hat ein Anrecht darauf zu erfahren, mit wem er es zu tun hat in seiner Stadt? Nun, ihr wolltet, dass wir in eure Stadt kommen. Ja, nun, das ist ein grenzwertiger Fall. Zumindest betrachte ich das Gebiet, aus dem ihr kommt, auch als ein Teil meines Gebietes, weil der Prinz eures Gebietes etwas, naja, sagen wir, inkompetent ist. Deswegen überprüfe ich manchmal seine Entscheidungen, besonders was die Neulinge angeht. Nun, wenn er euch diese Macht einräumt, dann hätte er uns doch informiert. Oh, er hat keine Wahl. Darüber wissen wir nichts. Dann jetzt sagt ihr uns das eine und er uns das andere. Und, Nun, wenn ich an eurer Stelle wäre, würde ich mich an den halten, der die meiste Macht hat. Das ist immer ziemlich gut. Und das sagt ihr, dass ihr das seid, könnt ihr das auch belegen. Schaut euch um, Miss Williams, schaut euch um. Ich sehe ein Museum. Ich lebe in dieser Stadt, in der es gut geht, die Wirtschaft floriert und ihr wohnt, nichts für ungut, in einer Bruchbude. Also bitte. Ja. Also, nö. Nö. Nö, 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 nö. Also ich muss ehrlich, ich meine, okay, manchmal hat die Dusche nur kaltes Wasser. Das räume ich ein. Aber, ich finde, meine Wohnung ist schon sehr schön. Sehr, sehr schön. Ja, ja. Und meine kleine Wrestling-Schule auch. Also, ich weiß nicht, warum
Warum werde ich hier eigentlich beleidigt? Warum? Warum? Ist es irgendwie? Nein? Nein? Nicht nett. Nein, nein. Nicht nett. Außerdem kann mir mal irgendwer erklären, was die hier alle immer meinen mit erschaffen? Ich meine, meine Mutter hat mich erschaffen. Zusammen mit meinem Vater. Ich kann dir vielleicht erklären, wie das funktioniert. Also Bienchen und Blümchen, die fliegen umher. Also, Mr. Bauer, können Sie diesen Abschaum von Mike Kaviana vielleicht mal zum Schweigen bringen? Warum ich? Sie sind der Tremere. Ja, wohl, Herr Prinz, Mr. Andrews. Warum, Jonathan, warum genau nennst du den eigentlich Prinz? Ich meine, er sieht gar nicht so aus wie der Musiker. Kein bisschen. Der sieht er nicht so wurde aus. Uns so vorgestellt. Und da ich nicht jeden frage, ob er wirklich so heißt, wie er heißt, oder tituliert wird, wie er tituliert wird, nenne ich ihn so. Vielleicht ist es ja auch nur ein Gimmick. Vielleicht ist das, das auch nur ein Gimmick. Wenn das Ihnen helfen würde, Mr. Andrews, dann bezeichnen Sie als Gimmick, ja. Okay, okay, okay. Er hat also das Gimmick des Machtvollen und so. Hm? Okay, dann gucke ich guck mir das einfach mal an. Ich studiere das. Mal gucken. Oh ja, Oberprinz, ich bin jetzt auch schon ganz ehrfürchtig und ruhig. Ich würde triumphierend strahlen. Vielen Dank. Sehr beeindruckend. So, also zurück zu meiner Frage. Wie steht es um Gary? Und ihr müsst mir doch irgendetwas erzählen können. Wie ist denn mein guter Freund gerade so drauf? Geht's ihm gut? Also, der Silvesterball war ein voller Erfolg, soweit ich das weiß. Es gab keine Unannehmlichkeiten. Ich würde sie alle angucken. Ich würde meinen Kaffee schlucken. Also, habt ihr dort keine Auffälligkeiten bemerkt oder keine ungewöhnlichen Ereignisse, die passiert sind? Was ist denn so ungewöhnlich? Genau. Ja, erzählt mir was Ungewöhnliches. Ihr seid doch die Neulinge, die mit ganz frischen Augen auf unsere ach so schöne Welt blicken. Stimmt, dann waren da wohl doch ein paar Vampire. Das ist sehr ungewöhnlich. Nur ein paar Vampire. Wie viel genau? Nun, ich habe nicht gezählt. Ich habe mich köstlich amüsiert mit meinen Freunden hier. Also von daher, ich weiß nicht, also der Prinz und vielleicht noch ein, zwei, waren es vielleicht drei andere? Ich weiß nicht, ich schaue zu den anderen und schlürfe genüsslich ihren Kaffee. Drei andere? Eventuell, ich weiß es nicht genau. Das heißt, bei der großen Party des Prinzen von Gary, wo er seinen ganzen Hofstaat versammelt, sind nur insgesamt 7 Vampire anwesend? Ihr wollt mich doch auf den Arm nehmen. Hätten die sich jetzt uns vorstellen müssen? Also, hallo, Mr. Dr. Bauer, ich bin auch Vampir vom Hofe des Prinzen. Oder ich habe das noch nicht so raus. Ich war die Zeit seit meiner Erschaffung in Studien vertieft. Ah, welche Art von Studien? Ja, natürlich angewiesen raus. Vom Prinzen der Stadt bestimmt. Ja, natürlich. Ha. Mein Spezialgebiet ist Parapsychologie. Oh. Um genau zu sein, ein tieferes Verständnis dafür zu haben. Der Weg ist das Ziel bei Johnson. Also ich habe zumindest eine... Nach was sollt ihr forschen? Was sich gerade so bietet im Moment ist mein Spezialgebiet die extrasensorische Wahrnehmung. Interessant. Wie könnte das eurem Prinzen nützlich sein? Vielleicht hilft es ihm beim Aufspüren unbeliebter Gäste?
muss meine Forschung zwangsläufig dem Prinzen dienen? Ihr seid ein Mitglied seines Hofstaates, warum nicht? Denke, ja, jeder von euch sollte doch daran Interesse haben, ihm nützlich zu sein, damit er. Ich meine, ich kann mir nun ein gutes Bild machen davon, wie die Zustände da drüben sind, wenn ihr noch nicht einmal wisst, dass ihr dem Prinzen vielleicht nützlich sein solltet. Schau mich hilfesuchend um. Siehst eine Menge Steine in der Ausstellung. Na, ich meine jetzt bei meinen Gefährten. Okay. Die gucken auch nicht intelligenter als die Steine. Also, das gehörte bevor irgendwie wir irgend auch nur irgendetwas in dieser Domäne machen konnten, kam irgendwie ein Bote eines recht abgehobenen Prinzen, der meinte, einen auf Larry machen zu müssen. Einen auf Larry machen? Er war nicht sehr freundlich. Das müsst ihr mir näher erklären. Diese Terminologie ist mir nicht bekannt. Ich weiß ja nicht, wie das hier in dieser Vampir-Gesellschaft so üblich ist, aber diese Rumkommandiererei und der geht jetzt dahin und der macht dies und der macht jenes, obwohl man die Leute überhaupt nicht kennt, anstatt mal höflich zu fragen, würdet ihr mir vielleicht einen Besuch abzustatten? Ich weiß ja nicht. Es ist ein Zeichen der Untergebenheit, wenn man sich nützlich erweist. Nützlich macht. Das mag sein, aber ich habe mich niemandem versprochen in dieser Art. Na, ja, das hat dann wohl dein Erzeuger für dich entschieden. Ich glaube, der war nicht mehr in der Lage, etwas zu entscheiden. Wir alle haben unseren Platz in unserer Gesellschaft. Gut, da ich von dieser Gesellschaft keinerlei Ahnung habe und wie ihr seht, auch meine Gefährten nicht, vielleicht seid ihr ja gewillt, uns etwas aufzuklären. Das sind Zustände. Also das sage ich dir. Das sind ganz schöne Zustände, sind das. Die haben noch nicht mal, also die haben noch nicht mal eine eigene Wrestling-Liga. Noch nicht mal das. Die haben nix. Die haben ja noch nicht mal einen Fernsehsender. Gar nix haben die. Gar nix. Das ist das, was ich hörte. Und liegt es denn in eurem Interesse, das zu ändern? Was sagt Modius darüber? Wer was? Wer? Modio, wer? Also ich weiß nur, dass ich werde, nachdem ich ja, ich nehme einfach den Champion-Gürtel mit und werde eine neue Liga aufmachen und dann werde ich einen großen Sender, einen ganz großen Sender werde ich beauftragen und dann bin ich noch ein größerer Wrestling-Champion und ja, das werde ich tun. Und vielleicht darf die Jonathan mir dann auch zujubeln aus der ersten Reihe. Ich glaube, das darf er dann. Ja. Zu gut, ich muss da los. Modius plant also, seine Macht zu verstärken, indem er eine Wrestling-Liga gründet? Hallo? Unterschätze niemals die Macht des Wrestlings. Wir sind hier in den Vereinigten Staaten von Amerika. Mr. Bauer, erklären Sie mir das. Also ich denke, dass eher der Plan von Mr. Andrews ist, diese Liga zu gründen, als die von Prinz Modius. Aber Modius möchte sich also nicht weiter verbreiten, seinen Einfluss erhöhen, oder? Hat sonst nichts geplant, von dem ihr wüsstet. Nein, ist mir dessen nichts bekannt. Es ist gut. Ich weiß ja nicht, wie eure Hoheit das handeln, aber wenn sie ihre Untertanen das erste Mal sehen, verraten sie ihnen dann gleich ihre ganzen kleinen Regierungsgeheimnisse? Denn genau so oft haben wir den Prinz Modius gesehen. Ein einziges Mal. Er stutzt kurz.
Als ob du mir irgendwie was total Neues erzählt hättest, so. Irgendwie dann, und dann gewinnt er aber relativ schnell die Fassung wieder und meint dann, ich kann halt nicht für das kleine Gary sprechen. Aber es ist gut zu wissen, dass es dort immer noch chaotisch ist, wie eh und je. Jonathan, weiß der gute Mann, dass man mit dem Auto gar nicht so lange dahin fährt? Warum, wenn ihn das doch so interessiert? Ich meine, wir sind da nicht hier in Hintertupfingen. Das ist, kann da sich doch einfach ins Auto setzen und hinfahren. Ich meine, ich glaube, er hat Angst. Andrews, unsere Regeln besagen, dass wenn ein Vampir aus einer anderen Domäne die Domäne eines anderen Prinzen betreten möchte, muss er sich anmelden. Wenn er das nicht tut, ist er illegal da. Sprich, der Prinz aus Chicago müsste sich beim Prinzen in Gary anmelden und quasi um Erlaubnis bitten, dort sein zu dürfen. Na gut, gehen wir mal davon aus. Nur weil ich mitspielen möchte. Es gibt Vampire. Ja, gehen wir davon aus, es gibt Vampire. Böse oder Vampire und so. Wrestler mit Vampir gegeben, die eigene Regeln haben. Ja, aber ich könnte ja auch einfach in eine andere Wrestling-Liga gehen und könnte da auftauchen. Ich meine, dann rufe ich halt den Promoter an und sage, hey, Promoter, pass auf, ich bin Mortifer Moss. Wrestling Champion of the World. Und ich komme jetzt zu dir. Und ich meine, dafür gibt's doch Telefone. Ja, und wenn dann die Liga die Regel hätte, dass wenn sie den Bereich, in dem die Liga agiert, also die Stadt, sich aufhalten müssen, müssen sie sich beim Prinzen, sprich Vorsitzenden der Liga, anmelden. Nö, das musste ich bisher noch nie. Wir gingen ja davon aus, dass es in der Liga diese Regel gäbe. Okay. Aber was spricht denn dagegen, dass ich mich dann anmelde? Ich meine, ich kann auch, wie ich gerade schon sagte, ich kann ja sagen, hey, pass auf. Ja? Eine Frage. Wenn ein Leiter... Was ist übrigens gerade bei William und Emma gerade passiert, ist, dass euch relativ übel wird gerade. Kotzt dem Prinzen vor die Füße, bitte. Das zeigt wenigstens, was ich denke. Wollt's nur gesagt haben. Ja, dann würde sie schweigen. Der Burger war wohl schlecht. Also, wenn ich zu Timmy zurückkomme, Jonathan, erinnere mich dran, wenn ich zu Timmy zurückkomme, dass ich den über den Tresen ziehe. Wie kann er mir hier Gammelfleisch andrehen? Wie kann der mir Gammelfleisch? Boah. Ich würde mich umdrehen und zur Toilette gehen. Ist irgendetwas nicht in Ordnung? Kaffee in Chicago ist scheiße, würde sie noch beim Bett gehen sagen. Ja, sie haben menschliche Nahrung zu sich genommen im McDonald's. Warum? Na, weil ich doch ein Mensch bin, ist doch ganz dumm. Ist doch. Entschuldigt mich kurz. Ich gehe jetzt Mortifer-Moss-mäßig kotzen. Ja. Also, warum auch immer, ich glaube, er hat nicht akzeptiert, dass er ein Vampir ist. Ich habe keine Ahnung. Ich schüttel mir so mit dem Kopf. Okay, ich sehe, ihr wisst auch nichts weiter. Ich hatte mir erhofft, etwas mehr Einblick zu bekommen. In was denn genau? Bis jetzt haben sie ja nur allgemeine Fragen. Über die Machenschaften von Gary. Nein, da haben wir wirklich keine Einblicke. Wie gesagt, wir waren auf dieser Party. Der Prinz sagte Hallo und Ende der Party kam der Bote und wir bekamen diesen Zettel mit dem Auftrag, ihn bei euch abzugeben. Ja, den habe ich gelesen. Weitere Worte haben wir mit dem Prinzen nicht gewechselt. Wissen Sie, wir müssen vorsichtig sein, wer diese Stadt verlässt und wer hineinkommt. Wenn ihr so neu seid und wenn ihr aus Gary kommt und habt ihr wahrscheinlich auch noch nichts über den Krieg gehört. Beide Augen werden groß wie Teller. Krieg?
würde mir das verdammt sagen. Guckst du in die Runde? Also dann Melina und als Einzige noch da. Ihr seht so aus, als hättet ihr Ahnung vom Krieg. Ja, das kann man wohl sagen. Dann wisst ihr garantiert, dass man gewisse Vorsichtsmaßnahmen trifft und nicht seine... Guckt, mustert dich nochmal so. Seine Offiziere preisgibt für jeden. Das ist richtig. Und ich will euch reinen Wein einchecken, weil ihr seid mir sympathisch. Mein Name ist Nelly. Nelly? Ja. Okay. Bin nicht der Prinz dieser Stadt. Okay. Wissen Sie denn, wo der ist? Weil da müssen wir ja hin. Man schickt mich vor, wenn Leute in die Stadt kommen und zu auffällig nach dem Prinzen suchen. Es ist schon vorgekommen, dass es Anschläge gab, wenn Sie wissen, was ich meine. Nein. Nun, wir sind in einem Krieg gegen andere Vampire. Und die hegen nicht unbedingt immer die besten Absichten. Ja, aber jetzt nochmal zum Verstehen. Wenn jetzt, also angenommen, der Prinz aus Gary würde einen Anschlag auf den Prinzen von Chicago machen und würde ihn töten, wäre er denn automatisch der Prinz von Chicago? Es wäre ein erster Schritt. Es wäre Chaos für Chicago, wenn der Prinz stirbt. Es würden Machtkämpfe ausbrechen. Das könnte man nutzen. Nun, denke, so viel strategisches Wissen traue ich euch beiden zu. Die anderen beiden, die sich da gerade auf dem Klo befinden, die wirken nicht sonderlich vertrauenswürdig. Ich würde bei denen aufpassen. Aber euch kann ich ja ins Vertrauen ziehen. Passt auf die beiden. Ob sie versuchen, den Prinzen zu stürzen, oder? Möglich. Habt ihr denn Interesse, den Prinzen kennenzulernen? Wir müssen uns ja bei ihm vorstellen, also Interesse im Sinne der Regeln der Maskerade, ja. Wie kriegen wir das hin, dass ihr keine Gefahr darstellt? Warum? Ich verstehe es nicht. Schauen wir ihn an. Ich auch nicht. Ich meine, was willst du denn machen? Uns durchsuchen? Wie kann ich sicher gehen, dass ihr keine Gefahr darstellt? Wir können schwören, dass wir keine Gefahr darstellen wollen. Ich weiß, wie stellen denn Vampire sicher, ob ein anderer irgendeinen Anschlag plant, also abgesehen davon, dass ich jetzt, mach den Mantel auf, keinen Bombengürtel dabei habe oder auch sonst unbewaffnet bin. Ich habe einen Vorschlag. Ja. Ich lasse euch zum Prinzen bringen. Kurz vor Sonnenaufgang auf der 50-Yard-Linie des Stadions der Chicago, ich weiß gar nicht, Bears oder so, keine Ahnung, wie die Mannschaft heißt, wird ein Helikopter landen und euch zum Prinzen bringen. Dadurch, dass die Sonne aufgeht, werdet ihr sehr schnell in Schlaf verfallen. Das heißt, ihr seid keine Gefahr für den Prinzen. Und er kann selber abschätzen, ob ihr es würdig seid, mit ihm zu reden oder nicht. Aber in dem Helikopter kriegen, wenn die Sonne uns, also dann, Sie wissen schon, Sonnenbrand und so, also vampirisch gesehen. Die Vorkehrungen sind natürlich getroffen. Nicht das erste Mal, dass wir das so machen. Ich kann nur für mich sprechen, weil da müssten wir warten, bis Williams und Mr. Andrews wieder da sind. Ich setze mein vollstes Vertrauen in ein Mitglied von Haus und Clan, dass er das Bühnen bekommt, einen Malkavianer und eine Toreador davon zu überzeugen, was besser für sie ist. Wirklich?
Das ist nett von Ihnen. An dem Selbstbewusstsein arbeiten wir noch ein bisschen. Ja. Ja, er schaut dir so in die Augen, Jonathan. Und, nee, das war das Falsche. Ich gucke jetzt mal kurz nach. Du hattest welche Generation? Karte. 3 Punkte, dann müsste ich 9., 8. irgendwas, oder mal 13. Ne, 13. fängt man an. Mhm. 10. 10. Generation, okay, dann wird das auf jeden Fall funktionieren können. Manipulation und Einschüchtern. Wie viel Willenskraft hast du? 4. 4. Das ist doch mal schön. Ja. Sehr schön. So, dann ist die Schwierigkeit nämlich 4 und ich muss Manipulation und, was hatte ich gerade gesagt? Einschüchtern, ne? Ja. Befehl. Einschüchtern, ja. Das sind 7 Würfel. Würfel ich nämlich auch mal. Offen. Schau ich mal, vielleicht verfällt er ja in Raserei. 7 Einsen, bitte. 7 Einsen. Ja. Moment, wo ist mein Würfelbot? Da ist der Würfelbot. Nein, keine Raserei für ihn. Aber er hat 3 Erfolge. Mhm. Und ja, er schaut dich an und sorgen Sie dafür. Ja, Meister. Ja, das musst du nicht unbedingt so, aber es ist, du hast einen tiefen Drang dafür zu sorgen, dass Emma und William da mitmachen. Alles klar. Hat man Stadion oder was? Genau. So, ja. Und dann blickt er euch nochmal ganz inständig an danach und sagt dann, ihr könnt euch entfernen. Falls ihr nicht auftreten solltet an der Stadionlinie, erklären wir euch zum Freiwild in Chicago. Wir sind doch Reisende in Chicago und Reisende dann bestehen doch. Okay. Ich gehe dann davon aus, dass ihr ihm was Schlechtes wollt. Und dann werde ich meine Konsequenzen ziehen. Geht und holt eure Leute da aus dem Bad. Okay. Lauf mit hängendem Kopf los. So, damit ich den Fehler nicht nochmal mache, wie letztens bei DSA, wollt ihr eine Pause machen? Ganz kurz, wenn nicht, ja. Ja, sehr gut. Dann würden wir die jetzt einschieben und dann auf dem Klo weitermachen. Quasi, wo Joe und William und Emma sich gerade erleichtern. Ich hab es verstanden. Schon klar, ne? Dann machen wir jetzt eine 5 Minuten Klopause und Essenspause. Mhm. Bis später. Warum muss ich immer alles machen? Du musst ja trainieren. Verdammt.
So, sind wir wieder da. Hoffe, der Chat funktioniert jetzt wieder. Irgendwie hat der gerade gehangen. Ich weiß nicht, woran es lag. Und hier sind auch unsere Spieler wieder. Zack. So. Ja, und Jonathan und Melina suchen dann wahrscheinlich ihre kongenialen Partner im Team auf dem Klo auf. Ja, ich würde natürlich aufs Herrenklo gehen. Klopf. Bist du ein Andrews? Ja. Das passiert, wenn man menschliche Nahrung zu sich nimmt. Könnt ihr jetzt sagen, ich hätte Ihnen das gleich sagen können, wenn Sie schon zu McDonald's essen gehen. Aber nun gut, lassen wir das. Stimmt. Das nächste Mal gehen wir zu Burger King. Ja, wie Sie wünschen. In der Tat haben wir etwas herausgefunden. Die Person, mit der wir soeben sprachen, ist tatsächlich nicht der Prinz von Chicago. Ich habe ja gesagt, also doch ein Gimmick. Okay. Ja, nein, er war auch nicht der Gimmickträger des Prinzen von Chicago. Er gab sich nur als den Gimmickträger des Prinzen von Chicago aus. Also war das quasi ein Fake-Gimmick des Gimmickträgers des Prinzen von Chicago. Wir entwickeln hier ein eigenes Vokabular nur für William. Nee. Also, wenn jemand ein Gimmick trägt, dann ist er der Gimmickträger. Ja, und dann kann er nicht der Gimmick. Nein, es gibt keine Fake-Gimmicks. Also entweder man hat ein Gimmick oder man hat ein Gimmick nicht. Weil ich kann ja nicht ein Gimmick nehmen und haben und dann sagen, ich habe das Gimmick nicht. Ich meine, Jonathan, du hast ja auch nicht das Gimmick des Sadomaso. Ja, dann hatte er das Geheimagenten-Gimmick und gab sich als den Menschen mit dem Gimmick des Prinzen von Chicago aus. Das ist dämlich. Ja, ich weiß. Auf jeden Fall war es nicht der Prinz von Chicago. Und den können wir treffen, den müssen wir treffen, weil das ist ja unser Auftrag. Und dafür müssen wir gegen Morgengrauen an der 10-Yard-Linie im Bears-Stadion sein. Dort holt uns ein Helikopter ab. Ja, so, natürlich. 50-Yard-Linie. Entschuldigung, ändere das in meinen Notizen. Nicht, dass es jetzt großen Unterschied macht, wenn man da mitten im Innenraum vom Stadion ist. 40 Yards. Ich glaube, auch das merkst du, wenn da ein Helikopter landet, dass du dann da einsteigen musst, auch wenn der ein paar Meter weiter steht. Ja, und ihr müsst dringend dahin. Ja, dann fahr doch mal vor. Ich denke, wir sind alle in einem Auto hier. Ja, schon, aber ich gehe doch nicht näher. Nee. Also, pass auf. Erstens mal bin ich bin kein Bears-Fan. Ich hasse die Bears, ja? Ich mag die Bulls. Chicago Bulls, nix Bears, ja? Das ist doch eine ganz andere Sportart. Ja, natürlich. Natürlich ist es eine andere Sportart. Habe ich doch gesagt, dass. Ich dachte, du hast gar keine Ahnung. Ich dachte, du hast keine Ahnung von Football. Aha. Ich habe keine Ahnung über die Mannschaften, aber die theoretischen Regeln, die kenne ich. So. Nee, ich gehe doch nicht in ein Stadion. Wo? Vielleicht könntest du das Stadion mal als Location für deine nächste Liga-Kämpfe Dingsbums da angucken. Würfel mal kurz im Würfelbot mal ein W6. Eine Sekunde, ich werfe sofort ein W6. Ja, super. R/R musst du nochmal zuschreiben. Ja, ich weiß, das war wieder sehr clever. Das war wieder so typisch. Siri, du bist
Ja. Il primo. Ich krieg's heute vielleicht noch hin, aber nur vielleicht. Muss ich das direkt aneinander schreiben? Nein. /R-Leerzeichen 1d6. Du hast 1d6. Ja, ich sehe schon. Oh, meine Güte. Der macht mich alles nervös. Eine 5. Ja. Dann wird Siri dir auf jeden Fall zukommen lassen, dass sie unbedingt mal das Bears-Stadion gucken möchte. Also, na, Siri, nein. Du willst ja. Wir haben noch drüber gesprochen. Ich habe dir gesagt, Football ist nichts für dich. Das ist viel zu rau. Nein. Siri ist Football-Fan. Okay. Mann! Aber nur weil du es bist. Aber nur einmal. Ein einziges Mal, Fräulein. Siri steht auf Footballer, sagt sie. Die haben so gute Muskeln. Hallo, Siri, geht's noch? Hier, guck mal meine Muskeln. Guck meine Muskeln. Ich bin viel muskulöser. Hast du schon mal? Widersprich mir nicht. Wieder. Nein. Ist okay, ich zeige dir. Ich beweise dir, Herr Bauer, unterbrechen Sie mich nicht. Ich beweise dir, dass Footballspieler nicht besser aussehen. Wir gehen dahin. Wir gehen dahin. Ja. Gut jetzt. Okay, währenddessen auf der Damentoilette. Ich gehe mit. Da fällt ja. die ganze Kotzerei nicht so schwer aus wie bei William, weil es war ja nur ein Kaffee. Aber, naja, gut fühlst du dich trotzdem nicht. Ich hab's ausgekotzt und sitze jetzt an der Wand gelehnt auf dem Boden. Ich kann nicht mal mehr Kaffee trinken. Emma, wie sieht's aus? Bist du soweit? Ich finde die ganze Sache zum Kotzen. Ja, das hat man gemerkt. Hau dir mal einen Schlag Wasser ins Gesicht und komm mit. Wir müssen ins Stadion der Chicago Bears und da werden wir vom Helikopter abgeholt und treffen dann den echten Prinzen. Das war jetzt klar, dass das nicht der echte war. Ich habe keinen Bock mehr auf diese ganze Suche. Ja, aber jetzt scheinen wir tatsächlich zu dem echten Prinzen hinzukommen. Ich bin da auch noch nicht so ganz sicher, ob das jetzt stimmt, aber ich meine, die Alternative ist, und das hat er uns angedroht, wir wären Geächtete in der Stadt. Also das möchte ich nicht in Kauf nehmen, dann gehen wir halt dahin. Sag mal, läuft das hier immer so ab? Mach das oder du bist tot, mach das oder du wirst geächtet, mach das oder spring aus dem Fenster oder ich kill irgendwen anders. Das kann es doch echt nicht sein, was bin ich da reingeraten? Ja, die Umgangsformen könnten echt besser sein. Sich mal so langsam erheben und aus der Toilette rauskommen und dann ganz elend Melina anschauen. Hast du mal auf den Tacho geguckt? Ja, das ist Sinn der Übung. Wir sollen da kurz vor Sonnenaufgang erscheinen, damit wir gleich als erstes in Schlaf verfallen, wenn die uns aufgabeln. Was? Damit wir auf jeden Fall keine Gefahr für den Prinzen sind. Die haben wohl Angst vor Anschlägen. Ja, und wovor habe ich Angst? Ich meine, das ist Wahnsinn, das ist lebensmüde, das ist Selbstmord. Ja, aber die Alternative ist auch Selbstmord, nicht hinzugehen. Nur wenn wir wieder nach Chicago wollen. Naja, wenn wir praktisch für vogelfrei erklärt werden, glaube ich nicht, dass uns das so ganz gut tut. Wir sind noch ziemlich jung und wir haben das noch nicht so ganz durchschaut, wie wir heute gesehen haben. Alles läuft. Er war jetzt auch nicht der wahre Prinz. Was ist, wenn das alles eine Finte ist, um uns irgendwie... Ich meine, hat er euch irgendwelche Sicherheiten gegeben? Ich kann doch nicht einfach erwarten, dass ich so mal eben sage, ja, tötet mich, ist nett. Lasst mich bitte dabei zusehen. Er hat uns keine Sicherheiten gegeben, aber ich meine, denk mal drüber nach, was soll der denn davon haben, wenn er uns umbringt, einfach so. Blut. Vampirblut?
Wer weiß, was, wenn Menschenblut uns schon so hilft, was ist, wenn Vampirblut dann noch viel besser ist? Die Vorstellung für dich irgendwie komisch, aber okay. Ich würde mal so zum Waschbecken rübergehen, auch wirklich diese Aufstöpsel und Alter. Das ist Wahnsinn. Aber wir haben keine Wahl. Jetzt sieh zu. Die Folge heißt nicht umsonst Siri auf Reis. Genau. Da steht nichts von Emma. Da steht überhaupt nichts von Emma. Stell dir vor, ihr entführt Siri, was dann los ist. Wie du vorhin so treffend gesagt hast, jeder entscheidet für sich selber. Ich werde dich jetzt nicht nochmal bitten. Wir fahren gleich los und entweder du kommst mit oder du entscheidest über dein eigenes Schicksal. Was sagt denn unser Anführer zu der Sache? Unser Anführer ist Feuer und Flamme für den Plan. Der hat unserem hier Lakaien vom Prinzen ganz tief in die Augen geguckt und war auf einmal sehr überzeugt. Ich glaube, du kennst auch was von diesen Kräften. Sind praktisch. Und du als Kriegsveteranin, meinst du, das ist auch nur ansatzweise sicher? Für uns? Wer weiß. Also sie haben uns ja bisher sicheres Geleit, bis wir zum Prinzen kommen, zugesagt. Da hoffe ich jetzt einfach mal, dass das stimmt. Manchmal musst du halt ins kalte Wasser springen. Was ich schon glaube, ist, dass das ziemlich valide Sicherheitsvorkehrungen sind, um den Prinzen dieser Stadt zu schützen. Ich wäre wirklich gespannt, was hier vorgeht, wenn die solche Angst vor Anschlägen haben. Anscheinend haben wir zu offensichtlich nach dem Prinzen in der Stadt gefragt. Und da haben sie Angst gekriegt. Mal ganz und ehrlich, ich mein, wenn sie so unbedingt wissen wollen, was in Gary abgeht, dann scheint die Domäne Chicago ja auch nicht sehr gefestigt zu sein. Naja, aber wir haben alle gesehen, wo Silvester in Gary abgegangen ist. Und ich meine, wenn sowas organisiert stattfindet, dann wahrscheinlich auch nicht nur in so einem kleinen Café Gary. Und das könnte schon eine echte Gefahr sein. Ja, jetzt würdest du dich mal das Gesicht waschen, einmal in den Spiegel gucken. Ihr schönstes Lächeln aufsetzen, sich zu Medina umdrehen und dann sagen, fertig. Super, auf geht's, ich fahre. Ja, gerade als ihr die Tür zum Frauentoilette öffnen wollt, seht ihr, wie der Jonathan vorher dran steht und gerade Entschuldigung, ich wollte gerade klopfen, dreht sich um. Ja, alles, wir was du üblicherweise immer nackt aus den Toilettenräumen. Natürlich. Ja, die Toilettenräume der Frauen sind doch für Männer verboten. Das ist genau richtig. Allerdings, wenn man da reinguckt, sieht man nur Waschbecken. Trotzdem, das ist mein Anstand. Wer hat auch so den Zylinder vor der Brust? Jetzt dreht sich nochmal zu euch um, wie so ein, wie heißen die nochmal? Verdammt. Die aus Amerika, die keine die Technik ablehnen. Ich komme jetzt gerade nicht drauf. Amisha? Auf jeden Fall. Ah, danke, wie so ein Amisha, der Spenden einsammelt. Unangenehm, aber wir müssen da noch was besprechen. Also irgendwie, warum auch immer, sind die wohl der Meinung, dass ich das Kommando über die Gruppe haben sollte. Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Wir haben auch keine Ahnung, wie die Wahl auf dich gefallen ist, glaub uns. Aber weil ich von Haus und Clan bin. Setzt sich da wieder auf und spielt mit seinen Fingern so vor der Brust rum. Und man muss ja lassen, dass du redegewandt immerhin bist. Ja, aber ich kann keine Entscheidung treffen. Andere aus unserer Gruppe, die sich vorhin auch durchaus ein bisschen im Ton vergriffen haben, würde ich sagen, im Angesicht eines Vorgesetzten. Zumindest haben wir ihn zu dem Zeitpunkt für einen gehalten.
Also, ich bin nicht scharf drauf, den Posten zu kriegen. Von daher kannst du von mir aus der Anführer sein. Ja, das ist ja mein Problem. Das kann ich nicht. Ich kann keine Entscheidung treffen. Könnt ihr bitte irgendwie, können wir da Handzeichen ausmachen? Oder zweimal zwinkern für ja, einmal zwinkern für nein oder husten oder ich habe keine Ahnung. Ja, lass den Blubber den Anführer uns passen. Ich hab eine sehr gute Idee. Nein, Siri. Siri wird nicht unsere Anführerin. Nein, Siri. Siri hat nur zugestimmt, dass wir ins Stadion fliegen. Ja? Pass auf, Siri. Warum? Meine Güte. Du bist ganz schön eingebildet. Jetzt ist aber mal gut hier, Fräulein. Jetzt ist gut. Du bist deswegen nicht die Anführerin, weil ich die Muskeln und Jonathan das Brain hat. Verstehst du? Das Brain. Ja, Pinky und der Brain, das ist so schön. Ja, das Brain. Das Brain und ich die Muskeln. Verstehst du? Ich bin quasi Muskelman. Und das ist Brain Man. Ich dachte, du wärst Mord der Vermors. Und nicht Muskelman. Ja. Mortifer Mors. Das Muskelpaket. Deswegen bist du doch überhaupt bei mir, weil ich einfach gut aussehe. Ja, ich sehe gut aus und bin stark. Ich bin verdammt stark. Weißt du was? Ich finde, Emma sieht besser aus als du. Und ich habe einen neuen Spitznamen für ihn. Pinky. Emma sieht besser. Naja, okay. Emma, du hast so. Jonathan, wer sieht besser aus? Also, Emma hier? Emma? Ja? Oder ich? Ich. Also ich. Du weißt schon, ich. Das ist jetzt eine ziemlich ungleiche Frage, Mr. Andrews, weil, wie soll ich Ihnen das erklären? Ich tue mich sehr schwer, über homoerotische Aspekte der Sachen Schönheit. Sie wissen schon. Pinky, hast du ihm nämlich zugehört? Er hat doch gerade gesagt, er kann keine Entscheidung treffen. Er findet euch beide furchtbar schnuckelig und können wir jetzt zum Auto gehen? Also Erleichterungsseufzer. Wir sind beide schnuckelig. Aha, und jetzt gehen wir zum Auto. Ha, los, geh voran, Melina. Ja, du bist ein sehr, sehr intelligentes Wesen. Ja. Ja, scheint so. How did this happen? Anarchie. Gut, ja, dann fahrt ihr zum Stadion. Merkwürdigerweise findet ihr dort die Tore geöffnet vor, sodass man direkt von draußen durch die Katakomben auf das Feld gehen kann. Und wartet dann dort bis kurz vor Sonnenaufgang. Und tatsächlich, als die ersten Sonnenstrahlen schon über das Stadion doch schießen und ihr schon sehr viel Angst gerade bekommt und eigentlich auch alle mal eine Probe machen könnt auf euren Mut, um nicht abzuhauen vor den Sonnenstrahlen. Vielleicht einer nach dem anderen. Fangen wir mal mit Jonathan an. Ja. Erst war kein Eins. Kannst du Medina? Das R fehlt. Slash R, ja. Slash R fehlt, genau.
Für diese Probe nehme ich eigentlich Chip jetzt nicht, weil Move-Probe, glaube ich, nicht für das Tier relevant ist. Okay. Ich dachte gerade an Blick von Feuer und... Ja, wir können es so machen, von mir aus. Aber wäre jetzt ehrlich gewesen. Ich sehe es schon kommen, bei Emma kommt es jetzt, weil Emma mag ja Lady Luck nicht. Nee, auch nicht. Sehr gut, auch ein Erfolg. Und Pinky. Ein Botch. Sonne ist scheiße, William. Sirius, tut mir leid, ich hab doch gesagt, hier sind keine Footballspieler. Ich hasse Football, ich hab's dir gleich gesagt. Ich muss weg. Ich renne Richtung Katakomben. Richtung Katakomben, ja. Kann ich ihm ein Bein stellen? Ja, sicher kannst du ihm ein Bein stellen. Dann stelle ich ihm ein Bein. Mach mal zum Ausweichen des Beines, William, eine Dexterity und Latex. Und Melina macht das auch mal und dann machen wir mal eine Vergleichsprobe. Was war das? Dexterity und? Athletics. Das bringt es auch gut, dass ich jetzt gesagt habe, dass wir es eigentlich nicht machen, weil sonst wäre der zusätzlich jetzt noch in Raserei, der gute William. Ja, ehrlich mal. Hast du schon? Nee. Okay, William hat 0 Erfolge. Und 5 Erfolge bei Melina. Das heißt, der Fußfeger funktioniert einwandfrei. Er ist auch nicht erwartet gewesen von William. Ja. Und legst dich einmal komplett lang. Out! Ja, ich meine, au! Ja, verdammt, egal. Ich rappel mich wieder auf und renn. Ich packe ihn am Kragen, meine Fresse. Du sollst hier bleiben. Jetzt hört man auch die Rotorblätter eines Hubschraubers. Kommt ja schon, unser Gefährt. Nee. Sonne ist nicht gut. Nee, ich versuche mich halt loszureißen. Ich schüttel ihn. Dexterity und Brawl für Melina, um ihn festzuhalten. Pinky, wo ist die Coolness von Mortifer Morse geblieben? Mortifer Morse ist sehr cool, aber mein Vampir-Gimmick mag keinen. Weil du das gerade gesagt hast, ist die Schwierigkeit nur 5. Jetzt hast du schon auf die 6 gewürfelt. Hast du dann einen Erfolg mehr? Nein, ich habe noch nicht gewürfelt. Das ist der alte Wurf noch. Ganz ruhig. Jetzt. 5 Erfolge. Ja, trotzdem 5 Erfolge. Ja, schaffst es ihn ziemlich. Er macht hier gerade nichts anderes, als vor dir wegzulaufen, also vor der Sonne wegzulaufen und gibt nicht sonderlich viel Gegenwehr. Deswegen fällt es dir als erfahrene Soldatin relativ einfach, ihn in den Schwitzkasten zu nehmen. William, hättest du der Melina gar nicht zugetraut? So stark. So starke Gegenwehr. Schwitzkasten, was machst du dagegen? Ja, da ich ja ein erfahrener Wrestler bin. Ja. Wenn man mich in den Schwitzkasten nimmt, dann gibt es ja mehrere Möglichkeiten, da rauszukommen. Ich mache es ganz leicht. Ich werde einfach Melina hochnehmen und mich einfach zur Seite fallen lassen, sodass ich quasi... ja, mehr oder minder fast auf sie drauf falle. Ja. So dass wir beide mit dem Rücken auf den Boden knallen. Strength und Brawl bitte. Kommt sofort, beide? Sekunde. Nee, nur der William. Ich brauche für die Aktion 2 Erfolge von dir. Mindestens. Kommt sofort, Sekunde, ich muss immer. Melina kann schon mal, wenn sie gleich kontern will, Brawl und Dexterity. Und wenn du Strength aktivieren möchtest, dann kannst du ja. Du hast der Strength. Ja. Dann hilft dir das. Das aber genau nicht. Die 2 Erfolge hat er auch. Sehr schön, ja. Und dann machen wir auch bei dir dann Strength und Brawl auch dagegen. Weil dann bringt dir die Aktivierung von Strength auch einiges mehr. Ja.
Okay. Möchtest du Blut vielleicht sogar pumpen? Um ihn mit deiner Stärke am Boden zu halten? Ich weiß gar nicht, wie viel Strength hast du denn? Also ein... 3. Strength 3. Ja. Also ich meine jetzt die Eigenschaft, die Vampirkraft. Ach so, die Vampir... Hä? Ist das nicht oben der Wert? Nee, unten. Meine Disziplin. Ich habe nicht Strength als Disziplin. Doch. Nein. Potence, Presence, Tempo. Potence ist Strength. Was ist das? Potence. Ach so. Ach so, da habe ich 1. 1, okay. Ja, Moment, einmal kurz dein Blutdingens aktualisieren. Aber das, ich denke, dein Tier kommt sogar durch. Hä? Mit dem Würfelwurf, den du da gerade gemacht hast. Oh ja, tatsächlich. Ja, das heißt, du wirst ihn, dein Tier, inneres Tier, der Vampir bricht aus dir heraus und ist total sauer auf William, dass er Gegenwehr leisten will und dich hochheben will. Die aktivierte Vampirkraft hält ihn am Boden und du kannst mal beschreiben, wie du als Vampir-Tier den William jetzt gerade zu Boden wrestelst. Ich drücke ihn mit all meiner Kraft auf den Boden, lege meine Hand hier so an seinen Hals und drücke ihm richtig die Kehle so zu und knurr ein bisschen unmenschlich dabei. Sie dreht dich quasi auf den Rücken, fällt dir an den Hals, drückt dir die Kehle zu, dass du du kriegst keine Luft, aber es scheint dich gerade überhaupt nicht zu stören, merkwürdigerweise. Bleib jetzt hier. Und sie hat anscheinend dein Vampir-Gemi geklaut, weil sie hat Vampirzähne und knurrt dich böse und empfindlich an. Und das Tier möchte Blut, Melina. Möchtest du einen Willenskraftpunkt ausgeben, um dem Diablerie nicht zu verfallen? Ja, das möchte ich. Ganz dringend möchte ich das. Ja, dann gib ihn aus. Und hältst das Vampir-Tier in dir gerade noch so zurück, um dem William nicht seines wertvollen Vitaes zu entsaugen. Entsaugen, nennt man das schon so? Gerade noch so kannst du dich zurückhalten und Williams, du hast noch niemals so eine, du hast Melina noch nie so böse und noch nie so abstoßend, schrecklich, knurrend und sie sieht schon fast so aus, als wäre sie ein Tier. Super Gimmick übrigens, aber sehr furchteinflößend. Also, furchteinflößender als die Sonne jetzt gerade eigentlich. Das ist ein... Ja, ein perfektes Gimmick. Mir fällt das Sprechen übrigens relativ schwer, weil die in einer Gurgel hängt. Gimmick! Perfektes Gimmick, aber du kannst es trotzdem machen. Der Hubschrauber kommt näher. Das ist ein Polizeihubschrauber. Übrigens. Polizei. Man sieht, dass die seitlichen, also so ein größerer Chopper, so ein Transporter quasi, und die Türen gehen auf zur Seite, während er noch fliegt, und ihr seht halt Leute in SWAT-Uniformen mit Maschinenpistolen. Also mit so Maschinengewehr. Entschuldigung, ich glaube, es ist Zeit, dass ihr aufhört, was immer ihr da gerade macht, und der Hubschrauber kommt, und die Insassen sehen nicht so aus, als wenn sie zu Scherzen aufgelegt werden. Ja, die haben übrigens auch so volle Helme auf, irgendwie richtig halt schwere Bodypanzerung an, wie so richtige Riot-Einsatztruppen. Ja, dann löse ich meinen Griff von seinem Hals, guck noch, steh langsam auf und guck so ganz herablassend auf ihn runter und sag: Einsteigen, Pinky, auf geht's. Und nächstes Mal hörst du gleich auf mich. Siri flüstert ihn so: Sie ist der Anführer.
steige ohne Wort ein. Ja. Würde ich, bevor wir einsteigen, so ganz kurz etwas näher an Melina rangehen. Miss Fernandes, also aus dem Kontext schließe ich jetzt, dass Sie mich in gewissen Situationen Brain nennen wollten. Lassen Sie das bitte beim Prinzen. Ich glaube, das könnte einen schlechten Eindruck auf uns werfen. Okay. Danke, Herr. Ja, bitte, nach Ihnen. Der Hubschrauber landet. Wollt ihr einsteigen? Ja. Wollen? Jetzt ist die letzte Möglichkeit noch zu fliehen. Ja. Also Melina will einsteigen. William will auch einsteigen. Pinky ist doch schon drin. Ja. Hast du reingeschmissen? Ein, okay, alle steigen ein. Seri wollte noch irgendwas sagen. Ja, dann wollte einsteigen. Okay, dann schließen sich die Türen. Der Hubschrauber ist übrigens von innen sehr gut isoliert, was Sonnenlicht angeht. Dringt kaum ein Lichtstrahl zu euch heran, aber ihr merkt schon die Müdigkeit, die euch überkommt, aufgrund des Tages, der anbricht. Und der Hubschrauber hebt ab. Und wenn ihr unbedingt am Bewusstsein bleiben wolltet, dann müsstet ihr jetzt Willenskraft spenden und um euch eine Probe dagegen zu erkaufen. Will ich. Gut, die Probe ist, glaube ich, generell zum am Wachbleiben müsste die auf die 7 sein. Und ist eine Probe auf Moment. Self-Control wahrscheinlich. Self-Control, ja, genau. Na toll. Keine Erfolge bei Emma. Emma schläft, obwohl sie es nicht möchte, irgendwann ein. Es bleibt länger wach. Ebenso der Jonathan. Ihr haltet euch gegenseitig wach, solange es geht, aber der Hubschrauber fliegt dann doch etwas länger, als ihr gedacht habt, und irgendwann verlassen euch dann die Kräfte zum Wachbleiben und ihr fallt in den Schlaf der Gerechten am Tage. Und dann meine Frage an die Spieler: Wollt ihr hier enden? Das wäre ein perfekter Cliffhanger. Oder wollt ihr noch eine Szene dranhängen für eine halbe Stunde? Oder dann halt so lange, wie es dauert? Also, da ich morgen früh arbeiten muss, wäre ich für jetzt cutten. Deswegen meine Frage. Ja. Cutten wir hier. Dann machen wir hier an der Szene, wer weiß, wo dieser Hubschrauber euch hinbringt, ob es jetzt wirklich zum Prinzen ist, weil diese komische Schnipseljagd durch ganz Chicago lässt Böses vermuten. Wer weiß, wo sie euch hinbringen, diese merkwürdigen, hart gerüsteten und schwer bewaffneten Leute. Und ob es euch dort gut ergehen wird, immerhin. Hat man irgendwas gehört von Polizei, die merkwürdige, blutleere Tiere gefunden hat? Aber das war ja nur in einer merkwürdigen Zeitung. Wer weiß das schon? Und der Flug ins Unbekannte, das ist ein super... super Titel für die nächste Folge. Und die nehme ich doch direkt mal auf, wenn ich darf. Und danke der Leopardin 202, der Serie, dem Joe und dem Mischka fürs Mitspielen. Wir werden wahrscheinlich in der nahen Zukunft, in den nächsten 2 Wochen wahrscheinlich nicht zum Spielen kommen. Aber irgendwann diesen Monat kriegen wir das hoffentlich noch hin, dass wir das fortsetzen. Wann das weitergeht, das erfahrt ihr auf dem Nerdpool. Da oben läuft die ganze Zeit die Adresse durch. Könnt ihr mal hingucken, wenn ihr euch generell fürs Thema Pen and Paper Rollenspiele interessiert. Da sind es ganz viele tolle andere Runden, unter anderem auch vom Mischka. Der macht fast jeden Tag irgendwas auf seinem Kanal. Es lohnt sich, den zu abonnieren. Macht das mal. Und wenn ihr sonst noch irgendwie irgendwas wissen wollt über Pen and Paper Rollenspiele, über Vampire the Masquerade, dann guckt doch mal ins Nerdpool Forum. Und da gibt es auch einen tollen Discord-Server, wo wir auch jetzt drüber würfeln. Da wird einem auch mal sehr aktiv geholfen.
Und sonst könnt ihr in den Eventkalender hier gucken, auf meinem Kanal oder mir auf Twitch Twitter folgen, da werde ich das auch immer veröffentlichen, wenn ich Runden spiele. Und mit diesem Werbeblock endet dann diese Folge für heute. Macht es gut und der letzte Wort gehört, weiß ich nicht, Siri vielleicht? Siri sagt Tschüss. Und raus.